Kuchen backen 2.1.2017 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube-Video. Apfelkuchen. Dies / Wegkuchen mit Wagen um Essenen, 9RE 41 den. Ktexeoiden Rateinen, Ekti. Die Leute, Windeputz. Backofen auf 175 Ober-Unterhitze vorheizen. Eine Springform einfetten. Für den Teig Butter, Zucker und Vanille in einer Schüssel schaumig schlagen. Eier einzeln gut einrühren. Mehl, Speisestärke, Backpulver und Salz in eine zweite Schüssel sieben und abwechselnd mit dem Sauerrahm in den Teig rühren. Für die Füllung Walnusskerne hacken. Mit Zucker, Zimt, Salz, Vanille und Melasse oder Zuckerrübensirup verrühren. Die Hälfte des Teigs in die Form füllen und mit der Hälfte der Füllung bestreuen. Äpfel schälen, vierteln, dabei das Kerngehäuse entfernen und in Spalten schneiden. Spalten mit Zitronensaft vermischen und auf der Füllung verteilen. Restlichen Teig darüber geben. Restliche Füllung mit Mehl und kalter Butter zu Streuseln verkneten und auf dem Kuchen verteilen. Im Ofen auf mittlerer Schiene 60 bis 70 Minuten backen. Klammer auf Garprobe machen, siehe Seite 264. Klammer zu, herausnehmen und abkühlen lassen. Schokobananentarte aus den Zutaten einen Schokoladenmürbeteig zubereiten wie auf Seite 251 beschrieben. Mindestens 2 Stunden und maximal 4 Tage im Kühlschrank ruhen lassen. Backofen auf 180 Ober-Unterhitze vorheizen. Den Teig kurz temperieren lassen und eine Tarteform damit auskleiden. Boden blind backen wie auf Seite 252 beschrieben. Für die Füllung Bananen schälen und in Stücke schneiden. Maracuja-Saft, Zitronensaft und Bananenstücke in einen Topf geben und pürieren. Eier, Zucker und Salz nacheinander mit einem Schneebesen einrühren. Alles unterrühren erwärmen, bis die Masse fast kocht. Den Topf vom Herd nehmen und die kalte Butter in kleinen Würfeln mit dem Stabmixer einarbeiten. Die Masse auf dem Tarteboden verteilen und abkühlen lassen. Für den Belag Schokolade, Butter und Honig in eine Metallschüssel geben. Über dem Wasserbad schmelzen, herunternehmen und über die Bananenfüllung gießen. Bananenchips dekorativ auf der Schokolade verteilen. Im Kühlschrank mindestens 2 Stunden, am besten aber über Nacht, fest werden lassen. Tarteform erst kurz vor dem Servieren lösen. Aprikosenkuchen ein tiefes Backblech einfetten. Schale der Zitrone abreiben. Butter, Marzipan, 300 Gramm Zucker und 1 Esslöffel Zitronenschale in einer Schüssel schaumig schlagen. Eier einzeln gut einrühren. Mehl, Puddingpulver, Backpulver und Salz in eine zweite Schüssel sieben. Nach und nach in den Teig rühren. Den Teig auf dem Backblech verteilen. Backofen auf 180 Ober-Unterhitze vorheizen. Aprikosen halbieren und entsteinen. Dicht an dicht mit der Schnittseite nach oben auf dem Teig anordnen. Quark restlichen Zucker-TL Klammer zu und Eigelb verrühren. Die Masse in einen Spritzbeutel füllen und 1 Tupfen auf jede Aprikose spritzen. Im Ofen auf mittlerer Schiene 40 Minuten backen. Herausnehmen und abkühlen lassen. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben. Mandelkranz, Teine 4 Pirtin, E um ein Imein 6 Wegmedien Zutaten, 712 Andein und Helek. 9-rangige Rual, Guru mit E Laie Kuchen, I 1 E 2 B Kut Gnade B 1 Puro, A 2 Asin nach E Ecken, und Keneleth Grad backen. Eine Kranzform, 26 bis 28 cm 0 aus den Zutaten einen Hefeteig zubereiten, wie auf Seite 248 beschrieben und gehen lassen. Für die Füllung Amarettini in einen Gefrierbeutel geben und mit dem Nudelholz zerbröseln. Milch mit Butter, Zimt und Vanille aufkochen. Mandeln und Amarettini unterrühren. Vom Herd nehmen, alles etwas abkühlen lassen. Eiweiße mit 100 Gramm Puderzucker verrühren. Unter die Mandelmasse heben. Hefeteig möglichst dünn ausrollen, Klammer auf 50x60 cm, Klammer zu. Die Füllung auf dem Teigrechteck verteilen. Am Rand etwas Platz lassen, damit beim Aufrollen nichts herausläuft. Von der breiten Seite her aufrollen. Das Ende der Rolle mit etwas Wasser bestreichen und gut verschließen. In die Kranzform legen. Das geht am besten vierhändig. Noch einmal 20 Minuten gehen lassen. Backofen auf 180 Ober-Unterhitze vorheizen.
Kranz auf der mittleren Schiene 45 Minuten backen, herausnehmen, 15 Minuten abkühlen lassen und dann aus der Form stürzen. Abgekühlt mit dem restlichen Puderzucker, Klammer auf Bug, Klammer zu, bestäuben. Orangenrollen aus den Zutaten einen Hefeteig zubereiten wie auf Seite 248, beschrieben und gehen lassen. Eine Auflaufform einfetten. Für die Füllung Orangenschale abreiben. 120 Gramm Zucker, Kokosraspel und Orangenschale vermischen. Butter zerlassen. Den Hefeteig halbieren. Zwei Kreise Klammer auf etwa 30 cm 0 Klammer zu, ausrollen. Mit 30 Gramm zerlassene Butter bestreichen und mit der Füllung bestreuen. Teig wie einen Kuchen in 12 Stücke schneiden. Jedes Dreieck von der breiten Seite her zu einem Hörnchen aufrollen. Die Hörnchen nebeneinander in die Auflaufform setzen. Abdecken und noch einmal 20 Minuten gehen lassen. Backofen auf 180 Ober-Unterhitze vorheizen. Die Auflaufform in den Ofen schieben und die Orangenrollen 25 bis 30 Minuten backen. Aus dem Backofen ziehen. Für den Guss restlichen Zucker, Klammer auf 160 Gramm, Klammer zu, den Sauerrahm, den Orangensaft und die restliche zerlassene Butter, Klammer auf 60 Gramm, Klammer zu, in einen Topf geben und aufkochen. Vom Herd nehmen. Die warmen Rollen damit begießen. Apfelstrudelkuchen Backofen auf 180 Ober-Unterhitze vorheizen. Tarteform einfetten. Aprikosen entsteinen und in dünne Spalten schneiden. Mit dem Zitronensaft vermischen. Die Butter zerlassen. Marzipan zerbröckeln. Amarettini in einem Gefrierbeutel mit dem Nudelholz zerbröseln. Den Strudelteig ausbreiten. Eine Lage, Klammer auf etwa 40 x 50 cm, Klammer zu, in Tarteform legen, die Ränder am Rand überstehen lassen. Die Lage mit zerlassener Butter bepinseln und mit Puderzucker bestäuben. Die nächste Lage darauf legen und ebenso verfahren. Mit den übrigen Lagen, Klammer auf 4 Stück, Klammer zu, ebenso verfahren. Zwei Lager für die Abdeckung aufheben. Die Aprikosen in der Tarteform auf dem Strudelteig verteilen. Mit Marzipan Amarettini bröseln und Zucker bestreuen. Die Creme fraiche in kleinen Tupfen auf die Brösel setzen. Die überlappenden Seiten des Strudelteigs nach innen umklappen. Die zwei restlichen Strudelteiglagen mit zerlassener Butter bepinseln und mit Puderzucker bestäuben und als Deckel auf die Tarte legen. Im Ofen auf mittlerer Schiene 30 Minuten backen. Herausnehmen und lauwarm servieren. Zwetschgentarte Backofen auf 175 Ober-Unterhitze vorheizen. Die gemahlene Haselnusskerne auf einem Backblech verteilen und 8 bis 10 Minuten im Ofen rösten, bis sie leicht gebräunt sind und zu duften beginnen. Herausnehmen und abkühlen lassen. Die Butter in einer Schüssel mit dem Puderzucker vermengen. Das Ei und 100 Gramm geröstete Haselnusskerne einrühren. Mehl, Salz, Zimt und Vanille in einer zweiten Schüssel vermischen, zur Butter-Haselnussmasse geben und alles rasch zu einem festen Teig verarbeiten. Zur Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und 2 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Für die Füllung Zwetschgen halbieren und entsteinen. Maronen in kleine Würfel schneiden. Zwetschgen und Maronen mit den restlichen Haselnusskernen, Klammer auf 100 Gramm, Klammer zu, dem Zucker und der Speisestärke vermischen. Backofen auf 200 Ober-Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. 1/3 des Teigs zu einem Kreis, Klammer auf 28 cm 0 Klammer zu, ausrollen und auf das Backpapier legen. Das 2/3 ebenso ausrollen und in den Kühlschrank legen. Die Füllung auf dem ersten Kreis verteilen und dabei einen 2 cm breiten Rand freilassen. Mit dem zweiten Kreis abdecken, die Ränder festdrücken. Den restlichen Teig ausrollen und mit einem Ausstecherblume oder ähnliche ausstechen. Diese dekorativ auf dem Kuchen verteilen. Eigelb mit Sahne vermischen und den Kuchen damit bepinseln. Im Ofen auf mittlerer Schiene 25 bis 30 Minuten backen. Herausnehmen und abkühlen lassen. Beerenstreuselkuchen 200 ml Sonnenblumenöl, 120 Gramm Zucker und 120 ml kaltes Wasser in einer Schüssel verquirlen. Mehl, Backpulver und 1/2 Salz in eine zweite Schüssel sieben. In die flüssige Mischung rühren, bis sich alles verbunden hat.
zu einer Kugel rollen, in Frischhaltefolie packen und mindestens 2 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Backofen auf 200 Ober-Unterhitze vorheizen. Die Tartuffes mit der Hälfte des Teigs auskleiden. Boden blind backen wie unterstrich Seite 252 beschrieben. Herausnehmen und die Ofentempera unterstrich halten. Für die Füllung Speisestärke mit Kirschsaft verrühren. Cassis, Zitronensaft und restlichen Zucker, Klammer auf Log, Klammer zu, in einen Topf geben und aufkochen. Kirschsaftmischung einrühren und noch einmal kurz aufkochen lassen. Vom Herd nehmen, die Beeren einrühren, die Masse auf dem Tarteboden verteilen, aus dem restlichen Teig Streusel formen und auf der Obstmasse verteilen, im Ofen auf mittlerer Schiene 25 Minuten backen. Stachelbeerkuchen Backofen auf 175 Ober-Unterhitze vorheizen, eine Springform einfetten, Zitronenschale abreiben, 150 Gramm Butter mit 150 Gramm Zucker der Vanille und der Zitronenschale in einer Schüssel schaumig schlagen, 3 Eier einzeln gut einrühren, Mehlbackpulver und eine Prise Salz in eine zweite Schüssel sieben, abwechselnd mit der Milch unter die Buttermasse rühren. Den Teig in die Springform geben, Stachelbeeren mit 1 Esslöffel Speisestärke vermischen und auf dem Teig verteilen, im Ofen auf der mittleren Schiene 30 Minuten backen, in der Zwischenzeit die restliche Butter, Klammer auf Soge, Klammer zu, zerlassen Mandelblättchen und 3 OG Zucker dazugeben, die Mandelblättchen und rühren karamellisieren, vom Herd nehmen. Die restlichen 2 Eier mit Mascarpone, der restlichen Speisestärke, Klammer auf 1 Esslöffel, Klammer zu, und dem restlichen Zucker, Klammer auf 100 Gramm, Klammer zu, glatt rühren. Den Kuchen aus dem Ofen nehmen. Backtemperatur halten. Die Creme auf den Stachelbeeren verteilen und mit den karamellisierten Mandelblättchen bestreuen. Weitere 30 Minuten backen. Herausnehmen und abkühlen lassen. Die Springform entfernen. Mohnkuchen mit Aprikosen 9 EA, KW meine Y-Listionen 0 bis 0 im Master 9, Klammer zu, C, endet dann einiges, Klammer auf 3, EA wie Duet an Leoidasien, DE eigt enteich, G um Meilen, Ekte Fitlind, Backofen auf 170 Ober-Unterhitze vorheizen, ein Backblech mit Backpapier auslegen und einen Backrahmen darauf stellen, Eier trennen, Zitronenschale abreiben, die Butter mit der Hälfte des Zuckers, Klammer auf 125 Gramm, Klammer zu, 1/4 Teelöffel Vanille und der Zitronenschale schaumig schlagen, Eigelbe einzeln gut einrühren, Mohn mit gemahlenen Haselnusskernen und 1/2 Teelöffel Zimt vermischen, Eiweiße mit Salz steif schlagen, dabei den restlichen Zucker, Klammer auf 125 Gramm, Klammer zu, einrieseln lassen und weiter schlagen, bis ein glänzender Eischnee entstanden ist. 1/3 des Eischnees und die Mohnnussmischung in die Buttermasse rühren. Den restlichen Eischnee vorsichtig unterheben. Den Teig in den Backrahmen füllen. Im Ofen auf mittlerer Schiene 30 bis 35 Minuten backen. Herausnehmen und abkühlen lassen. Den Backrahmen entfernen. Aprikosen entsteinen und in Spalten schneiden. Auf den Kuchen legen. Sahne mit restlicher Vanille, Klammer auf 1/4 Teelöffel, Klammer zu, halb steif schlagen, das Sahne steif dazugeben und weiter schlagen, bis sie fest ist. Puddingpulver einrühren, Schmand unterheben, die Creme über den Aprikosen verteilen und glatt streichen. Eine Kuchenschablone auf die Oberfläche legen und mit dem restlichen Zimt, Klammer auf 2 türkische Lire, Klammer zu, mit Hilfe eines Siebs bestäuben. Schablone entfernen. Aus den Zutaten einen Mürbeteig zubereiten wie auf Seite 250 beschrieben, mindestens 2 Stunden und maximal 4 Tage im Kühlschrank ruhen lassen, den Backofen auf 220 Ober-Unterhitze vorheizen, die Tarteform einfetten, Pfirsiche kurz blanchieren, die Haut abziehen, entsteinen und in Spalten schneiden, Butter und Zucker in eine Pfanne zerlassen, Pfirsiche und Rosmarinzweige dazugeben. Etwa 5 Minuten unterrühren bei hoher Temperatur karamellisieren. Die Pfirsichspalten sollten jedoch nicht zerfallen. Die Pfanne vom Herd nehmen und die Rosmarinzweige entfernen den Karamell mit den Pfirsichspalten in die Tarteform geben und die Pfirsichspalten dekorativ anordnen.
den Mürbeteig kurz temperieren lassen und zu einem Kreis von 26 cm Null ausrollen, über die Pfirsiche legen, an den Seiten gut verschließen, im Ofen auf mittlerer Schiene 20 Minuten backen, 10 Minuten in der Form abkühlen lassen und auf eine Kuchenplatte stürzen. Apfeltarte mit Tofu und Südne, Fleitwiete hat einen EC-Seiten und Grofilisin reden den Rangif PCD, 1 Koi Eilel CTU Wunden Karut, Dadmoe Küte MA, E-Teig, EWIG 2 Ü Rotlefuchs, Teaft, Kuweiblen, 100 ml Sonnenblumenöl, 60 Gramm Zucker und 60 ml kaltes Wasser in einer Schüssel verquirlen, Mehl, Backpulver und Salz, in eine zweite Schüssel sieben. Rasch in die flüssige Mischung rühren, bis sich alles verbunden hat, zu einer Kugel rollen, in Frischhaltefolie packen und mindestens 2 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen, den Backofen auf 200 Ober-Unterhitze vorheizen und die Tarte blind backen wie auf Seite 252 beschrieben, herausnehmen und die Ofentemperatur auf 175 absenken. Tofu mit dem restlichen Zucker, Klammer auf 60 Gramm, Klammer zu, der Vanille, dem Zimt, dem restlichen Sonnenblumenöl, Klammer auf 3, EL, Klammer zu, und der Speisestärke glatt rühren, Äpfel schälen, vierteln, dabei das Kerngehäuse entfernen und in Spalten schneiden, mit dem Zitronensaft vermischen und auf dem vorgebackenen Tarteboden verteilen, die Tofu-Mischung auf den Äpfeln verteilen und mit Mandelblättchen bestreuen. Noch einmal 30 Minuten backen.